Ladies and Gentlemen, heute schauen wir uns an die Lonex L4 Rocket SD EFC MOSFET Short Stroke Pro Hop-Up ARG mit Metall Gearbox Burst Modus inklusive Silencer Schwarz in 0,5 Joule Variante. Wupp, wupp. In diesem Airsoft-Video werden keine echten Waffen gezeigt. Das ist nur Spielzeug und ist rein für die Unterhaltung. Lasst einen Daumen nach oben da und genießt das schlechte Video. So, wie gerade eben beschrieben, schauen wir uns heute die Lonex L4 Rocket an. In der SD-Version heißt SD für Schalldämpfer. Kosten soll sie 279 Euro von Begardi. Wenn ich weiß, wo Begardi ist, Leute, es gibt Google. Ihr schafft das. Ich glaube an euch. Bevor wir zu den technischen Daten kommen, schauen wir uns erstmal den Lieferumfang an. Was dabei ist, ist natürlich klar, die Lonex himself. Natürlich mit Schalldämpfer und, was halt alles mit dabei auf dem Foto zu sehen ist. Dann haben wir ein 200 Schuss Midcap-Magazin. Finde ich ziemlich cool, weil 200 Schuss Midcap, damit kann man wirklich mal was anfangen. Das ist nicht so ein Billo-Ding. Einen Reinigungsstab. Ja gut, braucht man auf jeden Fall. Man muss ja die ganzen Verkokungen lösen. Und dann haben wir natürlich noch ein Beschussprotokoll. Das war's eigentlich schon. Dann kommen wir mal zu den technischen Daten. Klar ist natürlich, wir haben hier 0,5 Joule, 6 mm Kaliber, ich glaube, das brauche ich nicht sagen. Das Material der Airsoft ist hauptsächlich Nylonfiber. Wir haben unter 0,5 Joule, wie schon erwähnt, eine Gesamtlänge von 660 mm, ausgefahren 750 Milliliter, Millimeter. Gewicht haben wir 2,2 Kilo. Wir haben eine Version 2 Gearbox drin mit einer Lauflänge von 250 Milliliter. Millimeter und einen Lauf mit 6,03 Millimeter. MOSFET ist eine ASCU drin und natürlich ready für alles. Wir haben eine Rate of Fire, schreibt Begardi noch dazu, mit 25 bis 32 Schuss die Sekunde, abhängig vom verwendeten Akku. Das ist mal geil. So, nun schauen wir uns die Airsoft einmal von vorne nach hinten einfach an und gucken mal, was uns da erwartet. Grundsätzlich habe ich es ja schon gesagt, die Airsoft besteht, eigentlich kann man sagen, zu fast 100% aus Kunststoff, Nylonfiber. Ist ein sehr robuster Kunststoff, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Fangen wir vorne an. Wie wir sehen, wir haben auf jeden Fall den Schalldämpfer dabei. Er sieht auch schon so ein bisschen mitgenommen aus, wobei ich da gar nicht viel gemacht habe. Also die sind, sagen wir so, der Schalldämpfer ist von seinem Macken und so weiter, vielleicht auch ein bisschen anfällig, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Die komplette Rail, wie ihr sehen könnt, besteht, wie gesagt, auch aus Kunststoff. Wir haben eine komplett geschlossene Rail oben, also keine Öffnung in der Mitte. Oftmals ist es so, dass der Upper und der Lower so ein bisschen geteilt sind. Das heißt, ihr könnt da in Ruhe eigentlich alles montieren, es gibt keine Unterbrechung, das kann von Vorteil sein. Bleiben wir vorne mal am Handguard. Wir haben am Handguard an der Seite haben wir Rails befestigt, die wir auch wieder aus Kunststoff sehen, wo wir Sachen befestigen können. Wichtig natürlich, sie sind aus Kunststoff. Wenn ihr da was befestigt, ballert das nicht unendlich fest. Kunststoff, es ist zwar ein sehr robuster Kunststoff, aber ihr könnt hier auch natürlich das Kunststoff ein bisschen drücken, wenn ihr da mit Verschraubungen da volle Kanne reinballert. Also seid da ein bisschen vorsichtig. Heißt aber nicht, dass sie irgendwie in irgendeiner Art und Weise vorne schlecht ist von der Verarbeitung, im Sinne von, dass es weich ist oder kaputt gehen kann. Glaube ich nicht. Ich habe es auch ordentlich schon Griffe dran gemacht und habe da jetzt nichts bemerkt in der Hinsicht. Dann geht's weiter. Wir gehen mal zum Magazinauswurf. Wir haben hier aus Metall, einer der wenigen Metallteile. Ganz simpel, ganz schlicht. Einfach nur einen Knopf reindrücken, Magazin fällt raus, fällt rein. Die Flip-Up-Sides, also Kimme und Korn, sind aus Kunststoff. Werden so ein bisschen nach oben, werden einfach über diesen Knopfdruck hier an der Seite nach oben bewegt, tun das, was sie sollen, sind, finde ich, ein bisschen klobig groß. Ich finde sie optisch gar nicht so schön, aber das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Vorne und hinten, wie gesagt, aus Kunststoff. Dann gehen wir mal weiter. Wir haben an der Seite unser Dust-Cover. Das ist normalerweise so geregelt, ziehe ich den Charging-Handle nach hinten, dann öffnet sich normalerweise dieses Dust-Cover und ihr könnt an die Hop-Up-Unit gehen. Hier ist das aber so, dass das Dust-Cover von der Feder gedreht ist. Bedeutet, das Dust-Cover wird nicht über den Charging-Handle geöffnet, sondern ihr könnt ihn jederzeit mit dem Fingernagel öffnen. Ich muss Fingernagel dazu sagen, weil auch mit dem Fingernagel kann das manchmal, gerade männliche Nägel sind nicht immer unbedingt besonders lang, eher meistens kurz. Es ist dann schon manchmal eine Herausforderung, mit einem kleinen Schraubenzieher bekommt ihr es ganz easy
auf. Aber wenn ihr ein bisschen Popel kriegt, es auf jeden Fall auf. Dann haltet ihr es mit der Hand offen und stellt euer Hop-Up ein. Das heißt, euer Dust-Cover kann niemals aus Versehen aufgehen. Das ist immer über eine Feder gesichert. Dazu muss man natürlich sagen, dass das Cover ist aus Kunststoff. Das finde ich jetzt nicht ganz so geil, weil Kunststoff doch ein bisschen wahrscheinlich anfälliger ist als da ein gutes Aluminium. Gut, dafür kannst du dich rosten. Ja gut, okay, oder Stahlblech, ich weiß nicht, was die sonst verbauen. Aber es funktioniert und es bricht nicht ab. Sagen wir mal so, ne? Das können wir mal festhalten. Dann haben wir den Trigger, der ist ganz simpel gehalten, ganz normaler M4-Trigger, nichts Besonderes. Der Feuerwahlhebel ist nur von einer Seite bedienbar, also quasi für den Schützen auf der linken Seite. Dann gehen wir weiter zum Griff. Der Griff macht erstmal von der Haptik eigentlich einen ziemlich guten Eindruck, lässt sich schön greifen, ist nicht irgendwie klobig, zu klein, zu groß. Man muss natürlich auch dazu sagen, man sieht hier, kann man es am Griff auch sehen, die Verarbeitung ist natürlich auch für den Preis gesehen, sagen wir mal, nicht besonders extrem hochwertig. Es funktioniert alles, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dann kommen wir zum Akkuplatz. Beim Akkuplatz ist es so, macht man eigentlich auf wie so einen gängigen Standard M4-Stock, einfach hinten die Klappe auf, dann dieses Zwischenstück macht man auch auf und da drin könnt ihr jetzt sehen, passt ordentlich an Akku rein. Ihr müsst halt gucken, wichtig, kauft nicht einfach stumpf Akkus drauf los, sondern versucht euch mal ein bisschen zu erkundigen. Begadi tut auf ihrer Homepage meistens eigentlich immer angeben, welche Akkus gut passen. Orientiert euch da ein bisschen dran, weil sonst ist das echt schade, wenn ihr euch da jetzt 3-4 Akkus kauft und auf einmal, ja, passen die halt nicht rein, ne? Oder ihr müsst die extrem quetschen. Müsst ihr auch immer auf Kabelbruch aufpassen. Das ist halt nicht schön. Da würde ich auf jeden Fall aufpassen. Was man noch vorab sagen kann, ist, wenn ihr dort einen Tracer befestigen wollt, kommen wir nicht gerade zum Schalldämpfer, ist es so, hier guckt der Lauf aus der Airsoft raus. Das heißt, wenn ihr jetzt den Schalldämpfer abschrauben würdet und würdet dort einfach einen Tracer anschrauben, würdet ihr keine Tracer-Wirkung haben, weil ihr mit dem Lauf quasi eure Lichtschranke im Tracer blockiert. Das heißt, entweder müsst ihr den Lauf kürzen oder ihr müsst dort eine Laufverlängerung aufsetzen. Das gibt es einfach bei Begadi zu kaufen, nichts Wildes. Ist natürlich dann auch eine optische Frage, ob einem das gefällt. Ich persönlich würde bei einem Kauf einfach für 9 Euro dort, oder ich weiß nicht, was Begadi dafür, glaube ich, nimmt, aber ich glaube 9 Euro Laufkürzung, würde ich den Lauf einfach auf die Länge kürzen lassen, die wir dort auch haben, dass dann dort normaler Tracer benutzt werden kann, wenn man mit Tracer überhaupt spielen möchte, wobei ich bei der 05er stark davon ausgehe. Kommen wir abschließend noch zu den Markings. Haben wir hier nicht viel, wir haben hier natürlich vorne das Lonex-Logo, wie ihr sehen könnt, und auf der anderen Seite, ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen, da steht im Endeffekt einfach nur L4 Rocket drauf und das war es eigentlich schon. Mehr haben wir von außen nicht. Nun würde ich sagen, schauen wir uns die ganze Airsoft mal von innen an. So, zum Schusstest. Kann man auf jeden Fall sagen, ihr seht hier im Video, sie fliegt an sich nicht schlecht. Ich glaube, mit schwereren Kugeln würde sie sogar noch besser fliegen, aber sie fliegt auf jeden Fall dahin, wo sie soll. Und ihr könnt die auch im Dauerfeuer sehen, wenn ihr Vollgas gibt. Da ist Geschwindigkeit dahinter und die läuft. So, die Knarre von innen. Also, erstmal zur Gearbox selber. Gearbox ist eine ganz normale, sagen wir mal, grundsolide Gearbox, nichts Besonderes. Es ist nicht geradiust worden. Ich hoffe, man kann das ganz so erkennen, ist nicht ganz so scharf geworden. Das ist jetzt bei einer 05er, bei der Joule-Stärke an sich nicht ganz so tragisch, aber man muss es natürlich sagen. Wir haben aber überall Kugellager drin. Das merkt man auf jeden Fall. Finde ich an sich eine ziemlich coole Sache bei einer 05er. Solange die Kugellager gut sind, wovon ich hier bei Lonex auf jeden Fall ausgehe, sollte eigentlich keine Probleme sein. Unser Spring Guide ist ein ganz normaler Kunststoff-Spring Guide mit so einer Überwurf- oder beziehungsweise Unterlegscheibe drauf. Das soll quasi das Kugellager darstellen. Ist natürlich keins, aber es hilft auf jeden Fall dafür, dass die Feder sich weder verdrehen kann noch irgendwie hängen bleiben kann. Dann kommen wir zu den Gears. Wir haben Standard-Gears mit einem geschortstrokten Sektor-Gear mit 12 Zähnen. Wir haben hier auch noch einen Delay-Clip vorne drauf, um auch mit der Rough klarzukommen, wie wir sehen können. Es sind Stahl-Gears natürlich, sind von Lonex, es sind gute Gears, da kann man an sich nicht meckern. Bei unserem Bevel-Gear, beziehungsweise unserem untersten Gear, wo der Motor drauf sitzt, sehen wir hier, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Widerhaken für unseren Motor. 5 ist so, würde man sagen, ziemlich unterer Standard. Je mehr Einrastposition wir haben, desto schöner wird der Sound bei Precocking oder so weiter. Wobei das hier auch sein kann, dass wir gar kein Precocking uns reinprogrammieren können. Ich glaube nämlich, dass wir an der ASU nichts programmieren können. Die ist, wie sie ist. Und so ist sie einfach nur gut.
Das heißt, es ist gar nicht so wild. Aber wenn man mal fürs Tuning mal im Hinterkopf behalten, wenn ihr tunt, versucht immer Gears zu nehmen, wo hier viele Haltenasen sind. Wie gesagt, alles aus Stahl, an sich robust und auch nach meinem Testspieltag mit der Airsoft keinerlei irgendwelche Probleme gehabt. Der Motor ist einfach ein richtig schöner Standardmotor. Das ist nichts Gutes, nichts Schlechtes. Das ist einfach ein Motor, der dreht halt. Da kann man nicht viel drüber sagen. Wenn ihr wirklich was richtig Cooles haben wollt, sehr schnell, müsst ihr natürlich einen anderen Motor nehmen. Wollt ihr was sehr Starkes, müsst ihr auch einen anderen Motor nehmen. Das ist wirklich einfach so ein, ich würde mal fast schon sagen, so ein Dacia der Autos. Also es funktioniert alles, er läuft auch, aber es hat kein Ferrari und auch kein Humvee, der irgendwelche Traktoren aus dem Dreck ziehen kann. Zum Pisten selber, muss ich sagen, bin ich ein bisschen verwirrt gewesen. Ich verstehe nicht, warum man hier einen Halbzahnpisten montiert. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Man sieht auch von der Druckverteilung auf den Gear selber, dass diese Halbzähne natürlich auch ordentlich Druck auf diesem Gear abgeben. Das Gear schadet dadurch nicht, aber das ist natürlich eine sehr schlechte Druckverteilung. Also wenn ihr selber an der Airsoft noch ein bisschen tunen wollt, wäre meine Idee auf jeden Fall dort einen Pisten mit Vollzahn reinzumachen. Außer mir ist einfach nicht aufgefallen, dass ein Vollzahn da nicht reingeht. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil das ist ein Standard-Gearbox. Also ich verstehe halt einfach diesen Gang nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber trotzdem muss man sagen, der Pisten hat Stahlzähne. Er ist aus sehr, sehr hartem Polymer, was auf jeden Fall sehr robust ist. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Der Pisten-Head ist ventiliert, hat einen O-Ring, ist aus Kunststoff, macht seine Arbeit einwandfrei. Kann man nicht meckern, aber wenn man den Pisten ändert, würde ich persönlich immer den Pisten halt gleich mitmachen, weil dann macht man ein solides Teil und fertig. Zum Nozzle. Kunststoffnozzle, aber mit O-Ring. Ich persönlich bin ja sogar ein sehr großer Kunststoffnozzle-Fan, weil das einfach ein sehr solides System ist. Die haben wenig Anfälligkeiten für Abrieb. Die reiben halt nicht, wenn Alu zum Beispiel auf Messing reibt oder auch Stahl auf Alu oder wie auch immer, diese Nozzle auf Zylinderhead. Da entsteht halt schon Abrieb. Das kann man ganz gut bei den auch diesen Max-Nozzeln sehen. Nach ungefähr ein paar tausend Schuss hast du schon innen drin keine Farbe mehr. Deswegen Kunststoff ist da eigentlich schon geiler. Vor allem ist das sehr harter Kunststoff. Da braucht ihr euch auch keine Sorgen machen. Ich bin sogar der Meinung, das müsste POM sein. Also das ist so ein Kunststoff, was CNC gefräst wird. Und das ist sehr guter Kunststoff. Zum Trigger haben wir vorhin schon gesagt. Standard M4-Trigger. Nichts Besonderes. Wirklich gar nichts Besonderes. Der Zylinder. Finde ich ein wenig seltsam. Also der Zylinder ist hier ein, ihr könnt ja sehen, eine sehr, sehr lange Öffnung. Und das bedeutet auch, dass wir wenig Volumen erzeugen. Also wir haben natürlich, ihr müsst euch so vorstellen, es gibt immer ein Zylinder- und Laufvolumenverhältnis. Das sollte immer 2 zu 1 sein. Da gibt es auch Rechner im Internet, da kann man das Ganze berechnen. Und hier komme ich auf ein Laufvolumenverhältnis, also Lauf-Zylinder-Volumenverhältnis von 1 zu 1. Und das ist natürlich nicht so geil. Muss ich ehrlich sagen, das ist wirklich, das ist einfach Kacke. Also ich weiß nicht, warum man das macht, warum man da so an den Zylinder reinschießt. Vor allem auch diese große Öffnung. Also da gehört ein ganz normaler Dreiviertelzylinder rein. So ein Standard Dreiviertelzylinder. Und hier wurde einfach so ein Ding gemacht. Ich kann es nicht begreifen. Das geht einfach nicht in meine Birne. Entweder ist das zum Drosseln gedacht, ist aber keine besonders clevere Drosselart. Da wäre es sinnvoller, zum Beispiel Shortstroken, Zähne von dem oberen Gear wegzunehmen. Aber gut, ist wie gewählt. Ihr habt ja im Schusstest gesehen, sie schießt. Ich habe damit auch gespielt. Sie schießt einwandfrei. Aber optimal ist das nicht. Also wenn ihr die ganze mal aufmachen solltet und dort tunen solltet, empfehle ich euch auf jeden Fall einen Dreiviertelzylinder. Ihr müsst aber einen Chrono haben, weil wenn ihr den Zylinder ändert, garantiere ich euch, ändert sich die komplette Joule-Zahl. Und ich bin mir ziemlich sicher, durch diesen sehr langen Lauf, der eigentlich verbaut ist, wir sind ja bei, was haben wir für eine Lauflänge von 250 mm, das ist schon nicht wenig. Und ich glaube, wenn ihr den Zylinder erhöht, werdet ihr weit über 0,5 kommen, vielleicht 0,7, 0,8, 0,9 vielleicht. Deswegen meine Empfehlung, mit Chrono, wenn überhaupt daran was machen. Oder das direkt bei Bugatti machen zu lassen. Zylinderhead ist aus Stahl, einwandfrei, der macht seinen Job, da ist alles in Ordnung. Da kann man jetzt auch nicht viel meckern, ist halt einfach ein Zylinderhead. Ne? Hat jetzt auch kein Sorbopad innen drin oder das AOE ist auch nicht eingestellt. Wem es was nicht sagt, auf jeden Fall mal googeln. Kann man auch machen über die Bugatti Pro Produkte, das kann man dann selbst entscheiden. So, dann kommen wir zum Lauf- und Hop-Up-Unit. Die Hop-Up-Unit ist wirklich eine absolute Standard-Hop-Up-Unit, aber die klassische Tuning-Lonex-Hop-Up-Unit, also im Endeffekt ist es einfach eine Standard-Hop-Up-Unit aus Alu gefertigt, wenn man das Tuning nennen kann. Ich finde, heutzutage sollten diese Hop-Up-Units eigentlich nicht mehr rein, es sollten welche mit dem großen Rad rein, den man seitlich verstellen kann.
Diese funktionieren hier, aber jetzt beim Schusstest schon gesehen, dass das Einstellen sehr empfindlich ist. Eine minimale Mehrbewegung entscheidet schon viel über Hop und nicht Hop. Gerade wenn man mit 0,20ern spielt. Wie bei 0,25ern ist das wieder was anderes, auch mit 0,20ern ist das halt eine sehr eine anstrengende Einstellung. Wenn man es wirklich geil haben will, könnte man hier einfach eine neue Hop-Up-Unit einbauen. Zum Lauf selber, wir haben hier so einen ganz billo Tuninglauf, wenn man einen Tuninglauf nennen möchte. Ich würde ihn sogar so nennen, weil wir haben 6,03. Also er ist auf jeden Fall von der Größe ist der sehr gut, aber ist halt wirklich so ein einfacher, ganz billo. Er funktioniert, er läuft. Ihr könnt ja auch nochmal sehen, wie der Patch runterkommt, läuft auch einwandfrei. Also an sich ein solides System innen drin, wird auf jeden Fall einwandfrei funktionieren, aber auch mit gewissen kleinen Einschränkungen, die ich optimieren würde. Man muss aber immer noch dazu sagen, wir haben hier eine Airsoft für 279 Euro. Das hört sich für den einen oder anderen erstmal nach viel Geld an, ist aber nach jetzigen Airsoft-Preisen nicht mehr viel Geld. Also das hat sich ganz schön geändert. So, nun kommen wir zum Fazit. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, ist eine solide Airsoft. Vor allem nach jetziger Preispolitik vieler anderer Marken ist auf jeden Fall der Preis auch völlig in Ordnung, vor allem was man dafür bekommt. Ihr bekommt eine Airsoft, die ist eigentlich wirklich außer Packung raus, ihr könnt damit losspielen. 0,5 heißt auch ab 14 spielbar, gar kein Problem. Die ROF ist ziemlich gut, also die Feuerrate, wie viel und wie schnell ihr schießen könnt, ist relativ gut. Klangtechnisch kann man natürlich auch noch was machen, man kann Tuning immer noch was machen. Aber wenn ihr diese Knarre auf ein Tuning-Niveau bringen wollt, was ihr auch bei anderen Leuten seht, dann müsst ihr da bestimmt nochmal ungefähr 200 Euro reinvestieren, wenn ihr es selber einbaut, komplett. Deswegen finde ich, für den Preis, was man bekommt, hat man eigentlich das, was wichtig ist, bekommen. Wie gesagt, voll funktionsfähig und ihr könnt damit loslegen. Also von mir gibt es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Es ist natürlich auch eine Geschmackssache. Erstens, alles ist Kunststoff. Ich finde das jetzt nicht unbedingt schlecht, weil sie wiegt dadurch auch einiges weniger. Wenn man mal die Marke ICS vergleichen würde, ICS wiegt richtig viel. Im Vergleich zu so einer ist das schon eigentlich fast nichts, was man in der Hand hält. Schade ist natürlich, dass mit dem etwas längeren Lauf, der vorne rausguckt, dass ihr dann dementsprechend kein Tracer nehmen könnt, der richtig funktioniert. Deswegen, wenn ihr sie kauft, meine Empfehlung, schreibt vor mit Begadi, ob ihr euch den Lauf kürzen könnt. Normalerweise nehmt ihr für eine Laufkürze, ich glaube, 9,90 Euro und das sollte hier eigentlich auch kein Problem sein. Falls ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Denkt dran, Daumen nach unten, D-Abo dalassen und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Oster-, Weihnachten-, Sommer-, Pausenfest und Frühjahrssommer in Schweden. In Liebe, euer verwirrter Typ. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap.